Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, hier bei Yogis Technik-Ecke. Danke, dass ihr mal wieder zuschaut. Heute habe ich hier das Samsung Galaxy X-Cover 2, ein schon etwas älteres, outdoor-taugliches Handy von Samsung. Und ich möchte euch ganz einfach mal zeigen, wie ihr das heute mit Root-Rechten versehen könnt. Im Jahr 2016 geht nämlich der Speicher massiv zur Neige dieses Handys. Das hat 4 GB internen Speicher, von denen aber ja nach sämtlichen Systemaufgaben nur noch gut 1 GB verfügbar sind. Deshalb ist das, wie bei vielen anderen Telefonmodellen, natürlich der Hauptgrund, warum wir das Gerät routen wollen, um anschließend in der Lage zu sein, Apps auf die SD-Karte zu verschieben. Dazu brauchen wir aber erstmal die Root-Rechte. Die werden wir uns erarbeiten, indem wir ein geroutetes Image hier aufspielen über die Odin-Software, und wo wir diese beiden Sachen herbekommen und wie wir die an unserem Windows-PC einrichten, das zeige ich euch jetzt im ersten Schritt. Ich habe die entsprechenden Dateien hier schon mal vorbereitet. Wir haben hier einmal das Image mit der entsprechenden Versionsnummer, das ist dieses. Und das hier ist die Odin-Software in Version 3.07. Die Download-Links sowohl für das Image als auch für diese Odin-Software, mit dem wir das Image auf das Handy flashen können, findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Zuallererst mal fangen wir mit Odin an. Das ist die Software, die wir zum Flashen der gerouteten Firmware brauchen. Die ziehe ich mal gerade hier rüber. Das ist nämlich ein ZIP-Archiv, wie ihr seht, das einen Ordner enthält. Den kann ich direkt mal hier entpacken. Das ist völlig egal, wo ihr den hinpackt. Das muss nämlich nicht installiert werden. Ihr findet hier drin direkt eine ausführliche Datei. Die können wir starten, ohne hier irgendwas ins System rein installieren zu müssen. So, da softwaremäßig alles vorbereitet ist an unserem Computer, können wir das Gerät ausschalten für den nächsten Schritt. Das machen wir, indem wir die Power-Taste gedrückt halten, solltet ihr natürlich kennen. Auf Ausschalten drücken, das Ganze mit OK bestätigen. Das Ganze jetzt ein gebrandetes Modell, wie ihr sehen könnt, von der Deutschen Telekom, was aber nicht zur Sache tut. Das sollte trotzdem funktionieren. Und ja, das Ausschalten wird durch eine letzte Vibration bestätigt. Jetzt ist es ausgeschaltet und jetzt starten wir das Telefon im Odin-Modus. Das tun wir, indem wir die Volume-Runter-Taste, die Lautstärke-Runter-Taste, die Home-Taste hier vorne und den Power-Knopf gleichzeitig gedrückt halten. Also alle drei Tasten, was ein bisschen für Krämpfe in den Fingern sorgt. Aber wenn wir das getan haben, landen wir hier im Download-Modus und sind jetzt in der Lage, eine eigene Firmware aufzuspielen, wie ihr das hier schon auf Englisch lesen könnt. Diesen Warnhinweis, den können wir mit Volume Up bestätigen, das Ganze annehmen und dann landen wir im Odin-Modus. Wenn das Telefon im Odin-Modus ist, der sogenannte hier, also der Android-Download-Modus, dann können wir das USB-Kabel mit unserem PC verbinden, könnt ihr sehen. Das geht da hinten in einen aktiv mit Strom versorgten USB-Hub rein. So, jetzt bekommt ihr höchstwahrscheinlich diese Meldung angezeigt unter Windows. Die Gerätetreiber-Software wurde nicht installiert. Das ist aber noch kein Grund aufzugeben, denn die müssen wir uns auch noch in diesem Fall separat besorgen. Das zeige ich euch jetzt. Das sind nämlich die sogenannten Samsung USB Driver for Mobile Phones. Falls ihr die nicht installiert habt, wenn Windows euch den Anschluss des Telefons mit der gerade gezeigten Meldung quittiert, dann müsst ihr euch die, wie gesagt, besorgen. Auch der Download-Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung drin. Ich starte das jetzt ganz einfach mal hier. Das ist eine kurze Installationsroutine, in der wir erstmal hier auf Weiter klicken, unsere Sprache und unser Land auswählen, den Installationspfad auswählen und einen außergewöhnlich langen Moment warten für ein nur 15 MB großes Treiberpaket. Aber gut, ihr dürft das natürlich überspringen. Bis gleich. Die Installation ist beendet, wie ihr sehen könnt, und Windows hat das auch schon begriffen und hat das angeschlossene Telefon sofort anstandslos installiert und es kann jetzt verwendet werden. Deshalb können wir das ja weiterhin angeschlossene und hier doof rumliegende Telefon jetzt endlich mit Odin routen. Dazu starten wir Odin 3, die ausführbare Datei. Das zeigte ich euch ja gerade eben schon. Und zwar starten wir die, ganz wichtig, als Administrator. Rechts draufklicken und als Administrator ausführen. Wenn ihr sowieso schon als Admin eingeloggt seid, könnt ihr natürlich im Grunde genommen auch doppelt darauf klicken. So schiebe ich das mal gerade hier wieder rüber von meinem anderen Bildschirm. Das ist Odin 3. Und hier könnt ihr die verbundenen Geräte sehen. An Port COM 3 hängt unser Galaxy X-Cover 2 offensichtlich. Hier hat er was erkannt und hinzugefügt. Und was wir jetzt machen müssen, ist einfach das entsprechende geroutete Image hier unter dem zweiten Punkt PDA auszuwählen. Setzen hier also das Häkchen, drücken auf den Button PDA und dürfen dann die entsprechende Datei auswählen. Die war jetzt in meinem Fall, glaube ich, noch verpackt. Muss ich nochmal eben zurückgehen. Genau, das Image war noch in einem 7Z-Archiv hier verpackt. Das müsst ihr natürlich auch auspacken, diese tar.md5-Datei. Die Datei ist entpackt. Ich kann zurück zu Odin gehen und das Image im tar.md5-Format entsprechend auswählen. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Er checkt jetzt hier die Prüfsumme von dem Image, ob das alles seine Richtigkeit hat. Das hat es. Checking MD5 successfully. Deshalb können wir, ohne irgendwelche weiteren Einstellungen hier zu verändern in der Software,
auf Start drücken und der ganze Vorgang beginnt. Hier oben links an unserem angeschlossenen Gerät sehen wir einen Statusbalken, der informiert uns über den Fortschritt. Das heißt, das dauert jetzt eine Weile. Das Image war ja auch ziemlich groß, könnt ihr hier nochmal sehen. Über 1 GB werden jetzt hier auf das Telefon heruntergeladen. Und ja, den gleichen Statusbalken sehen wir auch auf dem Telefon selber. Das heißt, der Vorgang dauert eine ganze Weile und anschließend sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, wenn das Ganze abgeschlossen ist, schaltet sich der Bildschirm kurz aus und das Telefon startet automatisch neu. Das sollte zumindest der Fall sein, ganz genau. Während wir hier in Odin hier drüben die Meldung OK angezeigt bekommen, Entschuldigung für die Fokusprobleme, hier unten OK und hier oben ist auch alles vollständig. Und wir befinden uns jetzt nach dem Neustart des Gerätes nach wie vor in diesem Recovery-Modus. Da können wir durch die Menüpunkte mit den Lautstärke-Tasten navigieren, könnt ihr schon sehen. Und unsere Auswahl bestätigen können wir mit der Power-Taste auf der rechten Seite. Das sollten wir nämlich tun, um den Cache zu löschen, zum Beispiel hier mit der vorletzten Option. Dann wird einmal der Zwischenspeicher bereinigt und dann sollten wir auch noch einen Werksreset durchführen, ein Factory Reset, diese Option auswählen. Das müssen wir dann hier explizit nochmal mit Ja bestätigen, ganz genau so, da dabei natürlich alle Daten auf dem Telefon jetzt verloren gehen. Das war's schon. Das Telefon sollte sich jetzt im Werkszustand befinden, Rootrechte haben und wir können sagen Reboot Now mit der Power-Taste bestätigen. Und ein letztes Mal verlassen wir den Recovery-Modus und landen jetzt hoffentlich in der ganz normalen Bedienoberfläche. Das sieht gut aus. USB-Kabel können wir auf jeden Fall sowieso schon mal abstecken. Das brauchen wir nicht mehr. Unser Telefon bootet jetzt hier erneut und wodurch wir uns den Root-Zugriff hier natürlich immer bestätigen lassen können, ist, wenn wir nach der Super-SU-App suchen, die Super-User-App, die uns hier über den Status informiert und entsprechende Zugriffsrechte steuert der einzelnen Apps. Und wir können sehen, die Super-SU-App startet ohne Fehlermeldung. Das heißt, wir genießen hier auf jeden Fall Root-Rechte. Gehen wir nochmal eben in die Einstellung rein, können wir sehen, alles funktioniert wunderbar. Super-User ist aktiviert und wir sollten ab sofort deutlich mehr Freude an diesem doch sehr schönen Telefon haben, wie ich finde. Auch wenn hier unten jetzt aufgrund der ja, Outdoor-Belastung mittlerweile auch schon diese Verschlusskappe in meinem Fall des USB-Anschlusses abgerissen ist. Hier oben die Kappe des Audioanschlusses, die ist noch vorhanden. Aber das Telefon sollte jetzt auf jeden Fall wieder für zumindest 1, 2, vielleicht 3 weitere Jährchen als Zweit- oder Drittphone gerüstet sein, wenn es nicht sonst wie kaputt geht. Das freut mich auf jeden Fall und ich hoffe, ich konnte damit auch dem einen oder anderen von euch eine Freude machen, helfen bei seiner vielleicht verzweifelten Suche nach einer Möglichkeit, dieses Gerät hier mit mehr Speicher zu versorgen. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses Review und hoffe, wie gesagt, dass ich den einen oder anderen damit unterhalten, informieren oder weiterhelfen konnte. Wenn dem so war, würde ich mich auf jeden Fall wie immer über eine positive Bewertung auf dem Video freuen. Das motiviert mich, mit weiteren Reviews, Tutorials und sonstigen interessanten oder auch weniger interessanten Videos weiterzumachen. Schaut mal auf meinem Kanal vorbei, abonniert mich, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Facebook, Twitter und den ganzen anderen Krempel gibt es natürlich auch. Ich bin jetzt aber raus, macht's gut vom Yogi285 und ciao, ciao.